Hallo und herzlich willkommen zu diesem Play-by-Play-Format. Hier erkläre ich sozusagen meine Gedanken, während ich eine Runde spiele, damit ihr super gut nachvollziehen könnt, mehr oder weniger zumindest, warum ich gewisse Entscheidungen treffe. Und ja, das Ganze soll so ein bisschen zeigen, wieso, weshalb, warum, vielleicht ein paar Tipps und Tricks geben. Umgekehrt könnt ihr mir auch sagen, vielleicht was ihr seht, was man anders machen kann, und so kann man sich gegenseitig austauschen. Der Auftrag heute ist es, die Kuschelbosse zu holen. Die letzte Aufgabe wurde nämlich freigegeben. Wir müssen die Kuschelbosse jetzt noch 20 Mal killen. Ja, die Freigabe war jetzt für 20 Bosse da, also das ist Wahnsinn. Aber es geht ja relativ gut im Kuschel momentan und deswegen zeigen wir das Ganze. Ich nehme mit die neue FR Avancer. Ich habe einen SZ-Holotherm draufgepackt. Ganz wichtig für den Kuschelkomplex, für mich persönlich. Ich liebe das dort. Ansonsten würde ich die Waffe ohne SZ-Holotherm spielen. Aber im Kuschel absolute Liebe. Und ich nehme als Besonderheit mit das Thermit für die Bosse. Zielfernrohr brauchen wir eigentlich nicht, aber es ist ein Standard-Equipment bei mir, deswegen lasse ich es drin, weil wir auch durch Almastra laufen, da ist es immer hilfreich und wir können es immer noch auswechseln. Und als zweite Waffe könnten wir jetzt noch eine Shotgun mitnehmen. Machen wir auch. Hier ist dran ein langer Lauf, also 29 Zoll Lauf, ein Schweigen DX Schalldämpfer und ein Demo-Handgriff, der erste Demo, ich glaube Demo SX heißt der. So spiele ich die Waffe sehr gerne. Ansonsten noch ein Laser drauf, Volker und ein Vordergriff. Söldner Vordergriff. Aber ja, die beiden Komponenten sind nicht so wichtig. Die Shotgun selber finde ich auch im Kuschelkomplex. Also ich muss sie auch nicht unbedingt mit reinnehmen. Deswegen habe ich gerade so überlegt. Oder wir nehmen ungemoddete mit und nehmen dann 10.000 mit und modden die dann ganz schnell. Ganz viele Varianten möglich. Ja, ich würde sagen, let's go. Und wo sind wir? Ah, wir sind in der Stadt. Lol. Schöner Spawn. Schöner Spawn. Das ist direkt bei Tarak, hier oben beim Wasser, zwischen Stadt und Wasser. Okay, okay. Also ein Eingangsbereich ist hier, wir wollen City reingehen. Es gibt vier Eingänge, die wir nutzen können. Das ist einmal Tarak Village. Das ist die Tauchzone. Eigentlich ist das sozusagen die schnellste Methode, um zum Boss zu kommen, weil wir da einen Geheimgang nutzen können und damit am schnellsten beim Boss sind. Aber ich mag die Passage nicht. Ich finde sie mega langweilig und ich tauche auch nicht so gerne im Spiel. Ich weiß nicht. Deswegen nicht favorisiert. Dann gibt es die Oase, also bei weiter im Westen in der Wüste. Der Eingang ist auch sehr gut, hat auch einen Geheimgang. Damit ist man auch sehr schnell bei den Bossen. Haben wir auch oft gemacht, aber wenn ich es mir ausruhen kann, ja, so ganz cool finde ich es auch nicht. Dann gibt es Rohan Oil. Rohan Oil ist mein zweitliebster Eingang, muss ich sagen. Ein cooler Eingang. Da kann man schön fighten, man kann looten, alles am Start. Aber ich mag die City lieber, da wo wir jetzt hingehen. Weil, ja, zum einen sind wir da mittlerweile am meisten durch. Ich kenne es da wirklich mittlerweile am besten. Und man muss noch sagen, ich habe das Gefühl, dass ich da über die, also wir haben da mehrere braune Schreibtische, und dass ich da über diese braunen Schreibtische die L2-Schlüssel einfach wirklich nochmal besser finde. Und eine L2-Schlüssel bringt wirklich viel für die Extraktion. Also deswegen immer sehr, sehr gerne die City. Einfach mein Lieblingsort. Aber wenn es wirklich noch schneller gehen sollte, würde ich, und man voll ausgerüstet ist, dann würde ich auf jeden Fall Rohan empfehlen. Ja, Rohan sage ich, Tarak Village. In dem Fall hier, wir sind komplett nackt. Also wir haben gar nichts. Wir haben keinen Rucksack, wir haben keine Weste, gar nichts. Und auch dafür finde ich den Eingang super, weil wir uns halt gut hochloten können. Also wir kriegen eine Dreierweste, wir kriegen große Rucksäcke, wir kriegen Kills, wir kriegen alles, was Herz begehrt. Ist auch dafür, finde ich, ein sehr, sehr, sehr schöner Eingang. So, wir haben so die Halbzeit hier erreicht, was den zurückgelegten Weg angeht. Ab jetzt könnten Spieler vor uns auftauchen. Ich wechsle die Waffe. Okay. Hier ist eine Kampfzone. Ne, wir hören schön die Explosionen. Finde ich mega cool gemacht übrigens mit den Kampfzonen. Bots vor uns. Sieht alles sehr sauber aus. Hat auf uns reagiert. Schießt ihn ab. Und dann können wir hier direkt runterspringen. Das ist schon der Eingang. In die Tiefgarage. Los geht's. Kurz Fallschirm, dann kriegen wir noch ein bisschen weniger Fallschaden. Hier vorsichtig. Hier konnte links jemand sein. Und natürlich könnte jemand durch die Tür gegangen sein. Tür ist zu, wir gehen durch. Platte mitnehmen. Okay. Komisch, was der hier gemacht hat. Der dürfte nicht hier sein. Vielleicht hat er einen Spieler verfolgt. Achtung. Der wäre sehr schnell hier gewesen. Hm.
Okay, Kanada, sehr komisch. Frag mir nicht, warum dieser Bot hier ist, der dürfte eigentlich nicht hier sein. Vielleicht war er in geheimer Mission unterwegs, ey, keine Ahnung. Oder er ist durch den Boden glitscht, hier gelandet, keine Ahnung. So, der Plan ist jetzt, also wir haben zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir jetzt alles looten. Das würde natürlich uns gut tun, weil wir haben keine Weste, wir haben keinen Rucksack. Ich muss auch Nachtsichtgerät exfiltrieren, das ist natürlich ideal für den Koschek-Komplex. Auf der anderen Seite laufen uns dann die Bosse eventuell weg. Das heißt, es wäre schon gut, erst die Bosse zu machen, dann können wir ja immer noch looten und das eine oder andere holen. Deswegen rennen wir durch, wir gucken nicht links, nicht rechts, so einige wichtige Kisten machen wir auf. Und wir gucken natürlich nach einem Nachtsichtgerät, was wir auf jeden Fall brauchen. Außerdem Wiederbelebungen. Wir haben jetzt nur eine normale Wiederbelebung. Eine Spritze wäre also nicht schlecht, dass wir parallel Wiederbelebung haben. Jetzt mal ganz eng auf eng kommen, dass wir nicht unser Inventar gehen können und eine Wiederbelebung nachladen können, dass wir dann noch eine zweite haben. Und generell vielleicht so ein, zwei Wiederbelebungen und zwei Munitionskisten. Da wäre ich schon überglücklich. Mehr brauchen wir auch nicht. Der Rest mit Platten. Eine L2-Schüssel wäre auch noch cool. Das heißt, wir gucken uns die Schreibtische an. Kein Bug übrigens, beide Waffen sind da und die Munition ist auch komplett da. Also los geht's, wir gucken auf die Zeit. Wir starten bei 30 Minuten. Wir sollten so bei 26 Minuten, 30 Sekunden spätestens durch sein. Tür links lassen wir zu. Hier den Medizinschrank. Gucken wir uns an, da ist nichts drin. Okay, vor uns sind zwei Schränke. Und wichtig, rechts der Schrank, wir gehen direkt los. Und go. Zwei Bots, die Platte nehmen wir mit und hier rechts sind nochmal drei Bots. Eins, zwei und drei. Okay, jetzt haben wir hier erstmal Ruhe und da ist das Nachtsichtgerät. Das bedeutet, das ist natürlich super geil, ein frühes Nachtsichtgerät. Dokumente nehme ich mit, das ist eine Daily. Frühes Nachtsichtgerät bedeutet, dass wir uns gleich keine Sorgen machen müssen. Außerdem versuche ich immer so einen Blick zu halten auf diese sechs Schuss, die wir haben. Nachladen. Platte jetzt nicht nach, weil ist ja so ein bisschen Verschwendung. So, die Bots sind down. Jetzt gucken wir uns die drei Schreibtische an. Schreibtisch 1, 2, 3. Keine L2-Schlüssel. Würde ich jetzt langsamer spielen, könnten wir noch hinten zum Schreibtisch 4 gehen. Aber in dem Fall verzichten wir auf diesen vierten Schreibtisch. Ohne schöne Wiederbelebung. Legen wir das weg. Machen das so, so und nehmen den mit, dass wir die gute Wiederbelebung dabei haben. Platten nachfüllen. Okay, Verstärkung. Links von uns ist der Verstärkungsfahrstuhl. Und den haben sie gebufft ohne Ende. Vor Season 5. Vor Season 5 kamen da 6 Tier 1 Einheiten raus. 6 Tier 1. Mittlerweile, also zu Season 5, oh, hier eine Spritze, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Machen wir das so, so und so. Mittlerweile, oder anders noch zu Season 5, kamen dann plötzlich 3 Tier 3 Einheiten. Am Wochenende kamen 4 Tier 3 Einheiten. Und jetzt, habt ihr gerade gesehen, kommen 6 Tier 3 Einheiten mittlerweile raus. Also es ist extrem krass geworden. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Keine Ahnung, ob das eine Tendenz ist, ob die irgendwas vorhaben oder ob die das anpassen. Keine Ahnung. Es ist super viel. Und das kommt ja zusätzlich zu den ganzen Bots hier. Schon krass, schon krass. So, hier sind 3 Bots hier unten. Die haben alle 3. Ich gucke hier nochmal nach Batterie. Hier ist ein Ladekabel, das nehmen wir mit. Achso, ich habe einen kleinen Rucksack. Schmeißen wir die Munikiste weg. Okay, Ladekabel haben wir. Ich möchte nicht nochmal reinlaufen, weißt du, deswegen. Also, let's go. Haben wir hier durch. Ein Schuss. Okay, 2 Schuss. Hier gucken wir rein. Da war noch eine Spritze. Ich gucke nach dem Rucksack. Kein Rucksack, Platte. Okay. Also Rucksack wäre echt nice, so als Komfort, wir brauchen es nicht. Aber so als Komfortding wäre ja schon cool. Deswegen gucken wir erst hier rein. Okay. Schade, schade, schade. Ich habe jetzt einen Platz zu wenig. Ihr seht 26:45 die Zeit. Ich habe jetzt das Ladekabel aufgenommen, das legen wir rein. Ich arbeite jetzt mit einem Slot, deswegen gehe ich jetzt zurück. Jetzt nehme ich die Batterie mit. Ich muss das bei den Platten reinmachen. Jetzt nehme ich die Batterie mit und kann jetzt erst die Batterie hier einsetzen. Batterie geht rein. Tür öffnen. Waffenwechsel. Nachtsicht machen wir aus und gehen auf unsere Nachtsicht. Also thermal aus, Nachtsicht an. Jetzt können wir unser ADS benutzen. Was hier natürlich. Oh, Dreier Weste. Gut, dass wir nochmal reingeschaut haben. Und ja, den nehmen wir auch erstmal mit.
Karte nachfüllen. Und go. So, wir wollen die Leitstelle. Bosse sind in der Leitstelle hier im Kruschel-Komplex. Jetzt ist das die PvP-Zone. Muss hier ein bisschen aufpassen. Und dazu brauchen wir erstmal den Leitstellenschlüssel. Und der kann hier in diesen Rohren liegen, in diesen Schächten. Da ist er schon, glaube ich. Ja. Muss ich eine Wiederbelebung wegschmeißen. Okay, Schlüssel haben wir. Und jetzt gehen wir in den Norden. Also einfach durchrennen. Zack, zack. Der Alarm, den man hört, ist immer noch meiner. Also möglicherweise immer noch, sind wir immer noch die Ersten. Das heißt, wir haben einen guten Zeitvorsprung. Das heißt, nicht jetzt, dass wir besonders schnell waren. Waren wir nicht. Aber die Gegner sind etwas langsamer gerade. Und das kommt uns gerade zugute. So, jetzt sind wir im Norden. Es gibt zwei Eingänge, rechts und links. Links ist Alpha 1, rechts Alpha 2. Alpha 1 ist definitiv der bessere. Deswegen öffnen wir den hier. Weil hier ist das Coole, dass wir im Zickzack an diesem Turm vorbei können. Der ballert, trifft uns im besten Fall nicht. Und wir können hier durchgehen. Und das Coole ist, wenn jetzt Gegner hinter uns sind, dann kann es passieren, dass sie aufgehalten werden. So, wir sind schon da. Das ist Leitstelle jetzt hinter der Tür. Rechts Shop. Vorne rechts ein Fenster, wo man reinspringen kann, schneller bei den Bossen ist. Ich zeige euch den Weg aber links. Im Livestream würde ich jetzt immer hier durchs Fenster springen. Das ist der actionreichste Weg. Aber jetzt zeige ich euch den effektivsten Weg. Und das ist hier links. Da gehe ich normalerweise nie lang. Also einmal hier links. Ein Bot. Also das ist super easy. Und dann sind wir schon hier durch. Wir können hier durchgehen. Ich mache die Tür immer zu. Soll nicht jeder wissen. Soll nicht jeder wissen, wie wir langgelaufen sind. Da gucken wir rein. Hier gucken wir rein. So, und das hier ist die Geheimtür, die wir gleich öffnen wollen. Und die führt uns am schnellsten zu dem Rhino. Schlüssel für diese Tür liegt da drin. Das heißt, wir müssen einmal hier rein. Hier ist ein Bot. Und ja, ich hoffe ja immer noch so ein bisschen auf den Rucksack, ehrlich gesagt. Okay. Okay, die sind down. Auch kein Rucksack. Bisschen unlucky. Im nächsten Raum ist schon der Schlüssel. Ja, nicht mehr viele Möglichkeiten. Fahrstuhl hinten, die Fahrstuhlmarkierung bedeutet, ein Team extrahiert gerade. Okay. So, gucken wir hier rein. Ja, echt Pech. Kein Schlüssel, kein Rucksack. Das heißt, wir müssen uns noch von einem Item verabschieden. Und ja, ich platte mal schnell nach. Wir schmeißen die Platten weg. Weil nachsichtig ist so wichtig. Die Wiederbelebung möchte ich auch gerne behalten. Was haben wir eigentlich hier hinten drin? Ach, drei Dokumente. Ja, für eine Daily. Wäre schon gut, wenn die Daily auch wegmachen. Ist auch komisch, oder? Dass ich mich lieber für die Daily entscheide, als für Platten. Also, da werde ich bestimmt jetzt ein bisschen Hate kassieren. So, Tür ist offen. 2000 XP. Allein schon wegen diesen 2000 XP lohnt es sich, den Geheimgang zu nehmen, theoretisch. Also, ist schon nicht wenig, ne? Tür wieder zumachen. Wenn ein Team hinter mir kommt, sollen die ja nicht sofort sehen, oh, der Geheimgang ist offen. Sondern sollen sich selber anstrengen. Und vielleicht durch den Komplex laufen, das heißt 1000 Bots, die sie abschießen müssen, was mir wiederum die Möglichkeit gibt, die zu hören. So, wir sind beim Boss. Wir machen Nachtsicht mal aus. Da vorne seht ihr den grünen Laser. Und ja, das ist unser Freund. Warte, ich mach den mal an. Du schmeißt einen Termit und ballern dann drauf mit der Shotgun. Möglichst nah dranbleiben, um maximal Damage zu machen. Auf geht's. Und go. Zack, zack. 4, 5, 6. So, alle 6 Schuss sind raus. Nachladen. Gucken wir mal kurz, was er macht. 4, 5, 6. Und wieder rein. 1, 2, 3, 4, 5. Bisschen ausweichen. Okay, jetzt kommt langsam die Verstärkung. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ab jetzt wird es ein bisschen brenzlig. Das Coole ist... Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Der Rhino stand noch im Rauch von mir. Krieg ich mal so ein bisschen beiseite. Mach hier mal eine Wiederbelebung. Jetzt ist es cool, dass wir halt zwei Wiederbelebungen haben. Also Spritze und die normale. Eine Platte rein. Oh, 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 oh. Ein Schuss da drauf. Nachladen, ganz wichtig. 4, 5, 6. Okay, Platten. Ich höre noch keine Spieler. Muss nichts bedeuten, aber erstmal beruhigend. 2, 3 und er ist down. Werkzeugdokument lassen wir drin. So, jetzt könnten wir hier ein bisschen aufräumen. Aber wir haben ja gesagt. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Wir haben ja. Oh Leute, hier sind viele. Okay, wir springen durch. Wir haben ja gesagt, dass wir erst. Oh, ich habe auch. Oh, warte mal kurz. Problem ist,
Egal. Das Problem ist, dass ich gerade keine... Ich habe halt einen kleinen Rucksack, deswegen habe ich ja auch keine Munitionskiste. Und ja, wir haben generell keine Munition mehr. Aber ja, egal. Nehmen wir unsere Main-Waffe. Scharfschütze, also jetzt kommt der zweite Boss. Scharfschütze ist rechts. Einfach hier anlehnen, ist eine ganz coole Taktik. Einfach draufhalten. Damit, also er geht jetzt immer in Etappen zurück. Erste Etappe. Warte noch kurz, jetzt. Und Schuss. So, das hat gereicht. Nachladen, Nachtsicht wieder an. Nachtsicht hilft hier ungemein, die Laserstrahlen zu sehen. Und... ja, ich lasse die Laserstrahlen noch, also ich lasse die Fallen noch an. Damit Teams, die mir folgen, entsprechend aufgehalten werden. Oder sogar down geht's. Und ein Schlüssel! So, ich habe das ganze Magazin auf unseren Freund geschossen. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, ob er zurückgeht. Ich hätte jetzt erst noch die Kleinen abschießen können. Ich wollte direkt losgehen, weil ich unten die Schüsse höre. Wiederbelebung nachfüllen. Oh, er schießt nicht. Okay, los geht's. Okay, go. Ich wollte den Scharfschützen schnell zurücktreiben. Ich muss mich echt beeilen, weil unten sind Spieler. Und go. Okay, vielleicht ist das meine letzte Chance jetzt, bevor das Team hier ist. Oh. Okay, let's go. Scharfschütze down. Beide Bosse down. Ich muss jetzt ein bisschen pushen, aufs Risiko gehen. Weil Team ist direkt hinter mir. Das ist direkt hinter mir. Und also unten geht die Luzi ab. Jetzt ist die Frage, wir könnten natürlich jetzt alles überlassen. Dem Team, was hinter mir kommt. Wir können es aber auch selber snacken, weil... Oh nein, wir haben ja keinen L2-Schlüssel. Ich würde sagen, wir können alles selber snacken, weil mit dem L2-Schlüssel haben wir alle Optionen. Haben wir gar nicht. Wie ruhig das jetzt wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die KI die... Oh, schon wieder zurück. Wir kriechen weiter. Normalerweise treibt man den Scharfschützen bis da hinten hin zurück. Der ist leichter geworden. Also Rhino und Scharfschütze, beide sind Rhinoceros und Scharfschützen, beide leichter geworden. Insgesamt könnte man sagen, es ist vielleicht schwerer geworden, weil da so viel KI da ist. Auf der anderen Seite kämpft ja die KI auch gegeneinander. Deswegen schweres Thema. So, jetzt spätestens jetzt kriegen wir unseren großen Rucksack. Noch eine Wiederbelebung. Bisschen Gold. Bisschen Wegzerrung. Noch eine Wiederbelebungspistole. Sehr gut. Also jetzt sind wir auch voll equipped. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Weil jetzt stellt sich halt die Frage, wie wir hier rauskommen. Und ob wir den Waffenkoffer mitnehmen. Wenn wir keinen L2-Schlüssel haben, kommen wir nicht über diesen Bereich raus. Und ihr hört, unten sind keine Schüsse mehr. Wir haben übrigens auch wieder volle Muni. Das heißt, entweder warten die Spieler gerade unten. Da, Schüsse ganz hinten. Da wieder, hinten links. Also die Schüsse kommen aus der Leitstelle, das ist hinter diesen Glasfenstern. Ich lasse den Waffenkoffer erstmal liegen. Und wir gehen erstmal in unseren Geheimgang. Hier wäre normalerweise der Easy Exit. Waffenkoffer schnappen und hier über den... Dafür brauchen wir die L2-Schlüssel. Damit kommen wir dann super easy raus. Haben wir nicht. Also gehen wir unseren Eingang, über unseren anderen Geheimgang raus. Okay, Schüsse sind relativ nah jetzt. Mindestens zwei Spieler. Suche nach Ziel. Wahrscheinlich nur ein ganzes Dreierteam. Vielleicht sogar mehr.
Wenn sie durchkommen, wollen sie den Boss machen oder den Koffer holen? Verstehe die Sprache nicht. Zwei Spieler auf jeden Fall. Schon ist, dass wir hier so, nicht so schlecht outplayen können. Ich glaube, das ist der Dritte, der jetzt gerade redet. Rechnet mit Kontakt. Ah, die sind noch da oben. Ja, ich bin da. Du stimmst. Kritisch getroffen. Beende es. Türken. Tamam hat der eine gesagt. Türkische Mitspieler. Günaydın. Günaydın. Ist immer gut, ein Wort jeder Sprache zu kennen. I don't speak a lot of Turkish. You want the weapon case? Guys? Bewegung her. Wir sind am Fenster, gucken hier rüber. Laden wir mal die Main-Waffe, ne? Ist schon voll. Kommt von links. Aus der Position können wir einen überraschen. Jetzt kommen sie. Oder auch nicht. Zeit 11 Minuten. Wir müssen ein bisschen gucken wegen Exit. Wir haben keinen L2-Schlüssel, das heißt wir sind angewiesen auf die Exits im Hauptraum. Ja, sie kommen. Wenn wir nicht... Biz yine aynı yere geldik aslında da. Ah, ich würde gerne mehr Türkisch verstehen. Schade, dass sie nicht auf Englisch geantwortet haben. Vielleicht können sie kein Englisch. Ultra 1, Achtung, die feindlichen Aktivitäten. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Arkandayım, yanındayım. Tamam. 1000 Bots. Jetzt sind sie da. Geldi. Good luck, schön im Kopf zielen. Girdim. Gerçek adam. Beni vuran arkada. Traut sie nicht rein. Push mich nicht. Puh, interessant. Oh! Oh, das Set Günaydın. Let's make peace, guys. Günaydın. What do you want? This barracks. Search. Finding barracks. I have the weapon case for you.
Yeah. Join team. It's not possible, Koshe. Ah, not possible. This area. Yeah. But if you don't shoot, I'm solo. If you don't shoot, I come to you. Okay. Deal. I trust. Adam ateş etme. Tamam. Zero, don't shoot. Botlar var. Hey. Follow me, I'll show you the case. Okay, go together. Bizim team'e girmiyor mu? Yok. Bu Arif'in olmuyor. Here. Okay, slow. Okay, traps. Okay. Traps. No, care the traps. Care the traps. Bir kişi kalksın. Care the traps. Slow. Okay, slow. Follow my steps. Ich könnte jetzt so verarschen hier drin. Mach ich aber nicht. Mach ich nicht. Yes, it's laser. Okay, hier stand up. Muss sein, es gibt vermehrt feindliche Aktivität im Gebiet. Ja, okay, slow again, slow. Traps. Lustig, 7 Minuten noch. Vielleicht haben die eine 2 Schlüssel, dann können die mich rausholen. Okay. And slow. It's funny. I'm your guide. Where are you from, exactly? I am from Turkey. Turkey, yeah. But Istanbul or Ankara? Mersin, Antalya. Antalya, super. Do you know Antalya? Yeah, sure. So here's the case. You can have it. Here. Okay. Yeah, great. Take it. Sen çanta aldın ama atayım mı alayım mı? Aldım ben. Sen mi aldın? Bende de var bir tane soru işareti çanta. Benim çanta büyük çanta aldım ya. Hayır ben paketten bahsettim ya. He sıkıntı yok hepimize geliyor. Schade, dass ich nicht nehmen kann. Super lustig gerade. Geliyor mu? Bin ein bisschen am schwitzen. Ja, die können jederzeit auf mich schießen, weißt du? Tamam, okay, o zaman ben de. Exit. Anahtar var şurada Tarık. Almayacak mıyız? Exit this way. Şurada yerde. Tarık ne? Workbench. Yok gerek yok. Hadi bir daha yapacağım. Go here. Right. Kill both. It's dead. I killed. Oh, okay. Yeah. Tamam, ben de arkandayım. Yeah. And here. This is the secret way. That's it. Now you can exit. Gece görüşü taktım ben. So, führen Sie mal raus, die Herrschaften, ha? Ich würde gerne noch ein paar türkische Wörter jetzt sagen. Geldik, aynen. Es war sowas wie, das war eine Falle und dann bam 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 bam. Hier, exit. Okay, there you go.
Lustig. Ich mag sowas. Ich liebe sowas. 8 Sekunden. Leg mal die weg. Okay. 2, 1 und go. Okay. Hier halte. Zero. Komm, komm hin. Go. Puh. GG's, guys. Nice to meet you. GG. Nice game. GG's. Cool. Thank you. So, das war unsere etwas komische Kuschelrunde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Achso, jetzt zeige ich natürlich noch das Bryson-Bild. Wollt ihr das sehen? Ich sage euch das einfach. 29 Zoll auf, schweigende X und der Schaft. Das ist ein Demo SX-Schaft. Das ist alles. Und bei Bedarf noch ein Pineapple dran oder ein Söldner-Vordergriff und den VLK-Laser. So spiele ich die Bryce am liebsten. Sehr, 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 sehr stark im Kuschel. Leute, wenn euch das gefallen hat, warte, wir gehen mal hier auf Kurs. Jetzt kann ich mal hier ein bisschen rumspielen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ansonsten wünsche ich noch guten Loot. Sage an dieser Stelle hasta luego und hasta la vista.